weiß nicht, ob ich die hier hinkriege. Emma ist fertig. Objekt erzeugen. Oha. Ich pack mal das Teil hier beiseite, den Turnschuh. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr beiseite packen. Ab auf den Schrottplatz. Ja. Wir bauen nur das Teure aus, ne? Falls wir es brauchen. Aber im Moment kann es auf dem Schrottplatz. Ja, wir holen uns das nur, wenn wir es brauchen. Wir sind ja die Schrottis. Da ist doch nichts im Kühlschrank drin, ne? Nee, eigentlich nicht, ne? Guck mal nach, aber ich glaube nicht, ja. Nur das Pentax musst du leider abpumpen, da haben wir noch nicht so mega viel von. Und da sind ein paar Sachen in der Erzkiste, glaube ich. Und im Kühlschrank. Ja. Kriegst das alles weg? Ja, solltest du eigentlich die Verbindung zur Basis haben, ne? Da ist noch Schotter in der Erzkiste. Ah ja, gut, das Restrum habe ich ja eben rausgeholt. Unser Schrottplatz noch nicht ganz fertig asphaltiert und so. Sauerstoff raus. Aber wir haben im Moment auch kein Einkommen, weil irgendwie braucht aktuell keine Ersatzteile. Ist halt schwierig, ne? So, dann wollen wir mal. Warte, bis Andi auch da ist. Das ist ja ein Meilenstein. Das ist nur der Träger für unsere Schiffe. Das ist nicht unser Schiff. Aber damit hätte sich das Problem BA erledigt, ne? Ich zeig's mal. Andi da auch da ist. Das ist nämlich ein Meilenstein. Ich möchte, dass wir den beide erleben. Letztendlich wird unser Hauptziel so aussehen. Zwei große Raumschiffe, die rein auf den Angriff getrimmt sind, innerhalb des Weltraums. Auf Planeten kannst du die schweren Waffen eh nicht benutzen. Das ist die DSV, die kleine weiße, mit der wir eben unterwegs waren. Und das wird ein Kriegspanzer. Ein Bodengleiter für den direkten Angriff. Und aktuell haben wir unser Trägerschiff gerade raus, was wir gleich bekommen. Der Rest wird noch viel teurer. Ich hab mir auch die DSV abgepackt. Yep. Sagst du, wenn du bei mir stehst, den Moment müssen wir erleben zum Mann. Ja, es gibt eine Fraktion, die wir auch noch nicht kennen, die Krill. Und die sind wohl mega hart, mega stark und ignorieren das Blocklimit. Für Waffen gibt es ein Limit. 8 davon, 4 davon und so weiter. Und die haben extrem viele Waffen. Sagen wir es mal so, die Krill sind sehr hart. Da müssen wir uns massiv drauf vorbereiten. Wir kloppen eh alles. Wo bist du? Hier hinten. Da. Also wir sind hier die kriegerischste Fraktion des gesamten Spiels. Das Licht an. Ja, ist nicht so schlimm. Ready? Ja. Quatsch. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam asphaltieren. Ja. Ich noch ein paar Bahnen ziehen dürfen. Mhm. Auf alt. Das Schöne ist, alle Fahrzeuge, die man baut, sind erstmal nur auf privat gestellt. Ist auch ziemlich cool. So, magst du jetzt fallen oder? Na gut. Wow. Jetzt ist es gefallen. Ich dachte gerade, warum kann ich dann plötzlich so hochfliegen? Was ist denn los? Sag's doch, der Berg muss weg. Was ist hier los? Mein Jetpack funktioniert nicht. Ah, der Schwerkraftgenerator. Wollen wir wetten? Das ist nämlich ganz gefährlich hier. Kühlschrank. Nee, die habe ich doch alle rausgerissen. Warum komme ich denn jetzt nicht in die Karre? Andi wieder, weißt du? Renn, nimm doch Anlauf von der Plattform. Anders habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Mein Jetpack ist... Ich bin nackig. Ich habe gar kein Jetpack.
Manu, ich will da jetzt rein. Hol dir einen Stein von der Plattform. Ich bin ja selber schuld. Ich habe um den Verbrauch von Nahrungsmitteln und so weiter und ich bin auch viel schneller mit dem Ding. Deswegen habe ich mich der Rüstung entledigt, mit BA verbinden. So, jetzt kann ich erst wild platzieren. Der ist aber auf der gleichen Höhe und im gleichen Snap. Ja. Na, geht doch. Wir haben aus dem Workshop und haben sie für uns entsprechend entkernt. Wo war denn jetzt die Captain's Hütte? Hier. Versuchst du sie mal sauber und richtig zu landen? Hier, wo ich durchlaufe, ne? Yep. Okay. Du sitzt irgendwo? Nein, jetzt. Okay. Ist halt wirklich ein Riesending. Aber das ist dann... Ja, das passt alles nicht. Mal die Kamera anpassen. Oh, saubere Ausrichtung. Jetzt müssen wir sie halt entsprechend noch anpassen. Kann auch schnell ein paar Bahnen ziehen. Ich glaube, das sollten wir auch. Ja, ich packe sie erstmal ein bisschen außerhalb. Mach sie auch aus, die ist ja noch nicht fertig. Die wird auch Menge Energie fressen. Aber wir können mal mit den Zuschauern eine Runde gehen und mal eine kleine Führung machen. Also Captain's Kajut. Kleiner Essensraum. Ein Kühler. Oben eine Box für mich, eine für Andy. Hier ist ein riesen Fußball an der Wand. Radar. Also hier der Scanner. Wir kennen sie auch noch nicht so genau. Wir haben nur angefangen zu entkernen. Hier so ein bisschen was zum Kochen. Das besonders Schöne ist halt an der Karre, wir kommen hier ganz easy aufs Deck. Das ist ein gewaltiges Deck. Da kommen noch Waffen drauf und dann kann ich dich gegen Drohnen selbst verteidigen. Da müssen wir nicht mehr einbuddeln. So ein Ding könntest du gar nicht mehr unter dem Boden einbuddeln. Nee, das ist unmöglich. Die komplette Medistation. Die haben wir unangetastet gelassen, die ist wie im Workshop. Es ist einfach alles da, was man braucht. Beinbruch, Parasiten, Kladderadutsch, Radadadatsch. Gärten haben wir rausgerissen. Konstruktoren haben wir auch rausgerissen. OP? Ah ja. Ja, wir sind da eher schlicht. Das ist für Erweiterungen, für bessere, noch stärkere Triebwerke. Wenn man mit dem Ding mehr machen möchte. Hat der Erschaffer einiges gelassen. Wir haben den Kern so eingebaut. Das ist, gibt guten Schutz. Das ist, als ob wir den richtig eingebaut hätten. Haben wir so einen kleinen Kaktus draus gemacht. Kann man ja mal anmachen. Und die kam auf die Idee. Kleiner grüner Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus. Jo, das war dann eigentlich auch schon fast. Ne? Dann gibt es nur noch die Parkhallen. Ja, es ist wie gesagt aus dem Workshop. Original heißt sie Helios. Warum steht der Name ohne oder hinten dran? Ich bin Perry Rodenfreak und für uns ist das jetzt die Emma genial. Da gehören Geschütze hin. Antipersonengeschütze werden wir einige verbauen, so viele wie gehen. Die können nämlich auch gegen die Drohnen schießen. Das ist eine neue Waffengruppe. Hm, könnten wir ein paar Klötzer holen. Bringen wir ein paar Klötzer mit. Ist ziemlich cool, uns gefiel das, weil ist schlicht und genau das, was wir wollen. Viel Parkfläche. Sind gehärtet, können wir vielleicht mal irgendwann auf Gefechtsstahl machen. Geht nicht so schnell kaputt wie das letzte. Oder ich kümmere mich in der Zeit um die Bewaffnung an die. Kannst du auch. Planetare Waffen, ne? Weltraumwaffen bringen uns ja herzlich wenig vom Planeten. Hm. So, Waffen. Große Raumschiffe, planetare Waffen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Die Projektilgeschütze, Arti, im Weltraum
Ja. Der Plusanlage muss ich gucken. Und hier muss ich gucken, wie viel wir haben dürfen. So, normalerweise ist das eine richtige Konstruktionszeit. Das kann sogar Minuten dauern. Wir haben es halt auf Insta, weil wir den Server nicht laufen lassen, wenn wir nicht da sind. Ich würde es nochmal betonen. Das ist Basis und das hier ist großes Raumschiff. Die kann ich nicht benutzen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viele darf ich von denen haben? Lebenspunkte. Maximale Anzahl 8. Das heißt, da brauche ich nur 7 von. Genau, bin direkt erkannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalerweise dauert das richtig, bis der konstruiert. Projektilgeschütz, jetzt kommt es drauf an. Ich würde beide Sorten nehmen, damit können wir. Kann man nicht, ist glaube ich alles gleich. Nano, Fels, luftdicht, platzierbar, Volumen. 15 mm. Keine Stückzahl. Scheuert. Ich sehe keine Menge. Okay, das schockt mich gerade. Das ist gerade sehr schockierend. Aber die haben eigentlich eine. Jetzt muss ich mal eben gucken. Schaden 550. Und Reichweite 228. 425, 300 RPM. Also werden es Kanonengeschütze werden. Okay. Die sind eigentlich auch begrenzt. Man kann das Blocklimit abschalten, dann kannst du so viele Waffen haben, wie du willst, aber das ist für mich aktuell noch nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal zusätzlich, sagt Betus gerade. Danke, Betus. Ein Hallöchen. Hey. Nochmal zusätzlich. Also bisher war es immer so, dass ich entweder 8 davon oder 4, 4. Yay. Wieder rausgeflogen. Du auch? Jupp. Es kann sein, dass das die 24. Ne, kann ja nicht die 24 Stunden Stoppzeit von Playfield. Und normalerweise warnt er dann über den Chat. Hast du nicht gesagt, 10 nach 12? Es kann der Playfield-Stopp gewesen sein. Gucken wir bei Bibitus. Bei MP war es zumindest immer in den früheren Versionen so. Ja, das ist ein Playfield, das ist ein Playfield, das ist ein Playfield und der ganze Server. Aber einzelne Spielfelder haben einen 24-Stunden-Neustart. Aber eigentlich steht das dann im Chat. So, da müssen wir mal gucken, wie wir unseren Allerwertesten da hochbekommen. Verbaut waren hier eigentlich versenkbare Geschütze mit den versenkbaren Blöcken. Also doch, ja. Okay, 12. Bei denen nehme ich alle gleich. Ups. Wer denke, werde mir das Spiel leisten. Okay. Habe ich jetzt echt nur einen gebaut? Habe den Rest nicht geholt? Ja klar, habe ich nicht. Also es ist echt nicht schlecht. Ich glaube, wir können uns gar nicht mehr leisten. Das sieht gerade schlecht aus. Denn
Ich glaube, es ist auch gar nicht so teuer, das Spiel, ne, aktuell. Keine Ahnung. Muss ich nachgucken. Egal. Basis. Ja. Wir haben jetzt echt Mats verloren dadurch, ne? Brücke geschützt werden. Hier gibt es halt auch WLAN für stoffliche Sachen, fast Netzwerkübertragung. Ah, das geht. Also da würde ich wirklich sagen, das ist das Spiel auch in dem... Im Early Access war es ein besseres Spiel früher. Muss ich klar sagen. Aber für den Preis ist es auch im aktuellen Zustand noch okay. Early S ist definitiv ein besseres Spiel. Hier waren auch Solarpanels drauf und so, die sind halt verboten. Obwohl, irgendwer von euch hat gesagt, dass... Nee, Wohnreichweite reicht nicht aus. Andi ist fleißig am Basteln. Am Arbeiten. Arbeiten. Noch was Gutes spricht für MP. Die Server-Files sind frei verfügbar. Also auf einem alten PC kannst du für dich und deine Kumpel zum Beispiel ohne Probleme einen eigenen Server hosten. Das finde ich persönlich auch immer wichtig. Die aktuellen Bugs, die sind nicht Koop-abhängig, wie ihr alle gesagt habt, Betus. Wir sind nämlich jetzt auf dem Server. Ich weiß nicht, ob du das warst, aber du hast die Diskussion ja auch mitgekriegt, das meine ich. Nicht rein Koop-abhängig. Ich hatte wieder einen Mega-Raumschiff zum Beispiel. Habe ich Andi noch gar nicht gezeigt, ne? Was? Würde ich dir dann gleich selber zeigen. Ach, sie lernt's nicht mehr. War so groß wie ein großes Raumschiff, das Schiff. Hat sie wieder Spinnen vorbei gehabt? Nö, die... Ich kann sie da umschießen. Achso. Hyraxen haben... Hyraxen sind da ausgewandert. Talons haben wieder Bock, meine ich. Die Rupp-Bubbeli-Katz, Bubbeli-Bab. Dann brauchen wir natürlich eine Menge Muni. Aber das ist eh nur Kupfer und so. Ja, danke fürs Abreißen. Ups. Die Drohne, ne? Ist echt keine Bauhilfe bei großen Objekten. Die geht nur auf den Keks. Wolltest du mir aber damals noch erlegen? Für kleine Objekte ist das gar kein Problem. Ich versuche jetzt so viel Kanonenbumsbums unterzubringen, wie nur geht.
Ihr habt Nahrung. Dankeschön. Aber bisher sind wir nur Level 3, 4 Roden und Co. begegnet. Ich möchte gar nicht wissen, was mit den noch härteren ist. Da noch planetare Angriffsschiffe, die sind fies. Geht immer noch, bei zumindest. Ganz ehrlich, wir sind so ein bisschen zu bächtig für, ne? Das wird aber gehen, mach ich. Warum hat der da sich sauber gesetzt, wenn der sich nicht sauber setzt? Was ist denn da los? Okay, ein bisschen die Hauptschneise, die Front. Ich habe mehr Geschütze drauf gekriegt, als ich gedacht hätte. Echt? Ja, Mann. So, Antipersonengeschütze kommen von unten. Jetzt? Ha? Hallo? Hat den Bohrer. Hat das Ding Bohrer? Hat einen Stein gesetzt. Was? Statt einen Bohrer auszuwählen, hat einen Stein gesetzt. Das ist doch nicht so schlimm. Na doch, wollte eigentlich ein Loch bohren. So, jetzt muss ich gucken, wie ich mit den Anti-Player-Geschützen verfahre. Ein paar auf jeden Fall an die Wand kleben. Nö, das geht eigentlich. Kommt natürlich darauf an, wie viel die Drohnen verbrauchen. Wir haben ja hier in der Basis auch Geschütze. Die schießen halt nur, wenn sie auch ein Ziel haben, ne? Das ist kein Permageschütz, das sind KI-Geschütze. Die kannst du einstellen, Geschütze. Worauf die schießen und so weiter. Ist schon okay. Finde ich ganz gut. Wie waren das davon? 8, das ist echt nicht viel, ey. Wir müssen den Eingang auch ein bisschen protecten. Hier, das könnte von hier gehen, ja, das ist eine gute Idee. Wären 4. Spinnengewirr und so. Wenn die dann wieder rumkreischt. Na leise, wenn mir so eine Spinne ins Gesicht springen würde, Junge, Junge, Junge. Der ganze Planet zerfallen. Bisschen das Krabbelviehzeug fernhalten. Gibt auch Patrouillen, NPC-Patrouillen und so weiter. Du machst dich über meinen Kreicher lustig, dabei hast du selber gekreicht wie ein Mädchen. Weil dir ein Skorpion ins Gesicht gesprungen ist. Zu beweisen. Ich kann es beweisen. Weiß von nix. Mhm. Da weiß er auf einmal wieder nix. Ich werde mir meinen Schutzanzug anziehen. Damit ich auch mal Licht einschalten kann und so weiter. So was die nicht können, ist Charakter, Design und überhaupt Movement. Das ist alles andere als... Naja. Wir wollen das Spiel ja auch nicht im RP spielen.
Gott, danke. Wie wär's denn mal mit einem leichten Anzug? Hätte auch eine Hüpfhilfe, ja. Genau. Licht. Na, jetzt kommen wir auch ein bisschen voran. Ich glaube, ich brauche noch Munitionskisten. Und dann Kanonengeschützmunition. Wahrscheinlich werden wir das Stift schneller verlieren, als wir bis 3 zählen können, aber dann ist das halt so. Aber eigentlich sollte es sich gegen Drohnen und so weiter funktionieren. So, wollte ich eigentlich ins P-Menü. Ich bin eher so der physische Typ. Man könnte auch alles hier über das Menü kannst du auf Kisten zugreifen, aber ich muss es immer führen, ich muss da immer hingehen. Kann hier einfach sagen, hier, so, verwalten, dann greift man darauf zu. Zack. Kann den Sauerstoff reintun. Muss gar nicht wissen, wo der Tank steht. Aber das ist nicht so meins. Und Andis auch nicht. Brauchen immer den physischen Zugriff. Oder sehe ich das falsch? Ich sowieso nicht finde im P-Menü. Okay. Tat jetzt nicht Not. Munitionskisten. Bei Munikisten zwei Schwerkraftgeneratoren. Obwohl, das beißt sich gern so oft. Ich lasse mal die Schwerkraft lieber erstmal weg. Das Ding soll ja als planetarer Lander dienen, ne? Hm. Und nicht, um im Weltraum zu wohnen, oder? Nee. Alles klar, tschüss. Tschüss. Oh, Gewürze fertig. Alles, der ganze Garten ist fertig. Der ganze Garten ist fertig.